mein Gott, ich höre Schritte. Lederlatschen. Jo Leute, willkommen zurück zu Styx Master of Shadows. In einer neuen Aufnahme. Ja, inzwischen ist auch schon das neue Mikrofon angekommen. Man hört es vielleicht. Ja, wir wollten letztes Mal, was wollten wir denn? Wir wollten die Dokumente holen und wir haben ein Nebenziel freigeschaltet, nämlich die Unterlagen. Und ja, wie war das jetzt? Der mit den Dokumenten, der haut gerade ab. Ich hoffe ja, der vergräbt die nicht oder sonst was. Nicht, dass es auf einmal Game Over ist. Und wir wollen darüber zu den Unterlagen als erstes. Wie kommen wir da am besten hin? Da habe ich gesehen, ist eine Wache. Tja. Der andere unten. Vielleicht kommen wir oben rum. Ja. Am besten wäre wahrscheinlich, den auszuschalten. Vielleicht mit dem... Achso, da unten ist der Dokumentenmann. Den hätten wir gleich schnappen können. Verdammt. Schade, schade. Aber der kommt sicher noch mal hier lang. Jetzt warten wir, bis der hier hinten lang kommt. Und, was macht er? Ist der da was oder liest er? Bin mir nicht sicher. Wir machen den jetzt einfach so Assassin's Creed mäßig aus der Luft. Und los. 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 Jetzt. Oh. Ja, so macht man es nicht. Nur damit ihr es mal gesehen habt. So geht's nicht. Versuchen wir es nochmal. So, wo war der? Wo war der? Ich laufe gerade in die falsche Richtung, ne? Sollte ich vielleicht in die richtige Richtung gehen, ja? Da ist auch schon der Typ. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir den gleich noch. Ja. Nice. Oh, das ist zu laut, das ist zu laut. Ja, den gleich mit umlegen, bevor er aufwacht. Oh. Der eine hat es anscheinend gar nicht bemerkt. Gut. Auch nicht schlecht. Wie kann der das nicht kapiert haben? Ich meine, ja, ist doch egal. Hauptsache, wir haben jetzt die Unterlagen. Die... Nicht die Unterlagen, sondern die... Wie heißt es nochmal? Beweise, ne? Jedenfalls, holen wir uns jetzt oben noch die Unterlagen. Ah, hier können wir schnell ins Wasser rotzen. Blech. Sicher ist sicher, ne? Nicht, dass hier noch ein Blechmann auftaucht. Und auf dem Tisch liegt auch ein Wurfmesser. Das könnten wir uns wiederholen. Also quasi jetzt den einen messern und dann das Messer holen. Aber ich glaube, es fällt gar nicht auf. Wenn wir einfach umgehen können, dann wäre das wahrscheinlich das Beste. Ja. Guck, der da oben. Wenn der wieder in das Bücherregal reingeht. Der unten sieht mich eh nicht. Oder? Oh, er hat was getrunken. Ah, perfekt. Ja gut, dann holen wir uns das Messer. Und, ja, wenn den oben einfach mit dem Messer abschießen oder so. Jo. Oh. Ja. Nicht gut.
Nicht gut, nicht gut, nicht gut. It was nothing. Ja. Dreh dich mal weg. Ja, danke. Es ist so ein kleiner Assassin's Creed Mann, ja. So in weiß mit Armbrust. Die alten Assassin's Creed Teile könnten wir auch mal spielen. Hätte ich mal schon mal auf dem Plan gehabt. Aber dann wieder verworfen, weil es ja schon so alt ist. Und dann interessiert es wahrscheinlich auch keinen. Aber ich meine, wer hier Styx guckt, das Spiel ist ja auch von 2014, glaube ich. Der wird sich wahrscheinlich auch für Assassin's Creed interessieren. Naja. Na, Schleichen und Meucheln wäre das gleiche Genre auch. Und ja. Jedenfalls gehen wir hier weiter nach unten. Bevor ich zu viel abschweife zu einem anderen Spiel. Aber ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das sehen wollt. Ich hätte alle Spiele, wir können die ganze Reihe durchzocken, wenn ihr wollt. So. Ja dann. Vielleicht kommen wir hier oben lang. Irgendwie. Irgendwo. Nee. Es ist überall Gitter drin. Botschafter. Man sollte mich auch nicht entdecken. Denke ich zumindest. Ich glaube, ich bin immer noch undercover. Aber wenn ich mich unsichtbar mache, dann könnte das ja funktionieren, oder? Irgendwie. Dem Ziel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Niemand, hier ist niemand. Schnell unten rein, unten rein, unten rein. Oh mein Gott, ich höre Schritte. Lederlatschen. Wenn sich die Jungs beruhigt haben, dann können wir uns auch die Unterlagen holen. Vielleicht den einen oder anderen ausschalten, damit wir es leichter haben. Ja. Leute, was macht ihr da? Krieg der Füße hier. Ja. So. Jetzt glaube ich, kann ich wieder rausgehen. Kann man die Kette irgendwie abschneiden? Da? Bringt es irgendwas? Ne, ich glaube nicht. Ne. Wir werden jetzt einfach den hinteren Armbrustschützen, der hier vorn zurückgeht, den werden wir einfach ausschalten und den anderen vielleicht einfach umgehen. Dreh dich um. So. Muss ich schnell sein. Nicht, dass sich der jetzt umdreht. Ah, sieht gleich schon die Unterlagen. Perfekt. Ja, nice. So. Dann holen wir uns die Unterlagen. Den setzen wir hier rein. Zack. Geht nicht? Ah ja, hier. Komm. So. Ja, jetzt liegt der im Weg. Ist ja klar. Unterlagen. Nehmen. Ach, falsch. Ah, ich dachte da. Ah, okay, 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 okay. Ich dachte, das Papyrus da ist. Ja. Gut. Würde ich sagen, wir können den vielleicht umgehen. Den wir hinten runter hüpfen und speichern wir mal. Jo. So, weiter. Wenn wir da hinten runter hüpfen, dann komme ich dann zum Botschafter irgendwie hoch. Sieht gut aus, sieht sehr gut aus.
Das ist ja der Gang, wo wir damals dem Gelehrten nachgegangen sind. Der uns zur Bibliothek gebracht hat, ganz oben. Ja, noch ein Nebenziel. Ja, komm, die nehmen wir alle mit. Was soll der Geiz? So, mal erstmal das Licht aus. Was, wie hat der das gehört, bitte? Was ist auch der Gang hier? Das ist total irgendwie sinnlos. Nur zum Verstecken. So, kommt der Typ jetzt und macht das Feuer wieder an, oder? Anscheinend passiert nichts. So, da können wir hoch. Oben lang ist immer besser. So. Da sind gleich zwei Kronleuchter. Oh, und Wachen. Wie sieht der mich hier? Das gibt's ja nicht. Du mit den Fernglasaugen. Wie mache ich das jetzt? Kann ich den irgendwie benutzen, um da unten jemanden zu töten? Ja? Oder abzulenken? Hier gibt es gleich einen Arbeitsunfall. Ein schwerer, schwerer Unfall. Tragisch, tragisch. So. Dann los. Oder kommt da noch einer? Komm. Den treffe ich wahrscheinlich gar nicht. Die zwei Wachen treffe ich auch nicht. Aber die bleiben wahrscheinlich da stehen, ne? Die ganze Zeit. Ah, das nervt jetzt. Ich könnte die Wachen vielleicht hier nach rechts locken. Wenn ich das hier runterfallen lasse. Aber ist die Frage, ob die dann lang da bleiben. Speichern wir mal. Und dann probieren wir das jetzt mal aus. Probieren wir mal mit Pfeifen. Vielleicht kann ich die rüber locken. Oder unter den Kronleuchter locken. Ne, da kommt nur der eine hoch. Verdammt. Verdammt, wenn der mich jetzt sieht. Bleib weg. Geh wieder an die Arbeit. Komm. Geh doch wieder nach unten, Junge. Geh. Ach, Gott sei Dank. Boah, ich dachte schon. Ja. Das heißt, man kann die Wachen da unten nicht ablenken. Ja, man kann schon, aber halt nur mit dem Kronleuchter wahrscheinlich. Und das heißt wiederum, ich muss dann schnell sein. Oder ich lasse eigentlich direkt den anderen. So, der da unten, der streift auch umher. Oder ich lasse direkt den einen Kronleuchter. Oder wenn der Typ jetzt nochmal hochkommen wird. Das wäre natürlich perfekt, wenn der jetzt nochmal zurückkommt. Dann kann ich den leise töten. Außer er geht hier hoch, dann habe ich Pech. So. Leise töten. Knacks. Ja, war doch gut. Ach, die Wachen gucken gar nicht hier rein. Das heißt, wenn ich den Kronleuchter auf den einen Typen fallen lasse, dann ist es ja nicht auffällig, weil dann ist halt nur ein Kronleuchter runtergefallen. Die wissen ja nicht, dass ich das war. Und die Wachen sollten sich dann irgendwann auch beruhigen und wieder ihre Position einnehmen. Ah, wie treffe ich den Typen? Ist halt schwer zu sagen, ne? Das von der Perspektive. Also so mal auf keinen Fall. Komm her. Jetzt vielleicht?
Ah ja. Perfekt. Und dunkel ist es. Komm, dann machen wir die andere Seite auch gleich dunkel. Vielleicht lenkt die das auch ab. So. Zack. What's that noise? Oh shit. What the fuck is this bollocks? Ja, genau. Jetzt können wir eigentlich. Ah, nee. Nee, 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 der guckt da. Guckt da eine, guckt da. Ja, die da drüben. Die werden dann mein Fluchtweg. Aha, aha. Einer bewegt sich weg und der andere bleibt da, oder? Tja. Die haben sich immer noch nicht beruhigt. Aber ich könnte halt jetzt schon die Dokumente mitnehmen. Oder Entschuldigung, halt die Unterlagen. Ne? Dokumente haben wir ja schon. Schnappen wir uns die gleich und die Münze mit dran. Na, oh, der Stuhl. Oh mein Gott, ich hasse Stühle in diesem Spiel. Sie sind so laut. So, perfekt. 4 von 20. Ich weiß, ich habe nur ganz, ganz wenige von den Münzen gesammelt. Aber ist ja auch kein 100% Run. Daher sollte das egal sein. Oh, da ist noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Jetzt labert der wieder irgendwas. So. Ja. Wo sind jetzt die zwei Kameraden von vorhin? Da ist der eine. Ach, der bewegt sich doch. Machen wir mal das Licht aus. So. Und? Geht es jetzt wieder anzünden? Ja, war doch klar. Und vielleicht können wir den schnell und leise behandeln. Knacks. Oh mein Gott, der hat's gehört. Er hat's gehört. Nein, nein. Oh nein. Was mache ich denn? Nein, was mache ich denn? Nein, nein. Jo Leute, ich würde sagen, ich beende die Folge hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar und abonniert meinen Kanal. Kostet auch nichts. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich spiele so lange mal wieder so weit hin, dass wir hier nahtlosen Übergang haben. Hier an dem Tor, wo wir gerade gestorben sind. Nur halt quasi lebendig. Ja? Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.